So, hallo und herzlich willkommen zurück. Warum ihr diesen Bildschirm noch seht, ist, weil ich direkt im Anschluss weiter aufgenommen habe. Beziehungsweise jetzt nehme ich gerade auf im Anschluss. Aber für euch habe ich gerade aufgenommen. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Was? Wow. Ach, scheiße, schon wieder aus Versehen geschmissen. Das will ich doch immer gar nicht. Ich wollte gerade nur auf die Uhrzeit gucken. Jedes Mal, wenn ich die Hand wegnehme, ich muss das mal kurz erklären, warum mir das dauernd passiert. Ich bin es normalerweise gewöhnt, dass ich in den meisten Jump'n'Runs, die, auf dem Super Nintendo die Y-Taste, beziehungsweise auf dem Xbox 360-Controller die X-Taste gedrückt halte zum Laufen. So, das tue ich dann, aber da ist ja Werfen. Und dann lege ich meine Finger drauf und dann fahre ich... Oh, was ist das denn? Gegenströmung? Was macht ihr denn jetzt mit mir für einen Kack? So. Ja, jetzt ist er doch da drinne. Oh, da ist ein Leben. Das will ich haben. Ha. Oh. Ach, so ein Scheiß. Und hoch. Ach, egal, komm. Ja, dann verlieren wir das Leben gleich auch wieder. Naja. Okay, bin gleich tot. Nein. Ah, nur wenn mir das Gesicht juckt. So ein Kack. Na, nochmal das Glas, das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ach so, wie groß ist dieses Schloss? Ah, nein, ich fall runter. Ah, gut. So. Jetzt nicht wieder so einen Quatsch machen. Ich bin ja insgesamt nicht so gerne im Wasser unterwegs. Das ist nämlich fies und gemein. Jetzt einfach mal ein bisschen mit Uptime und so ein Scheiß. Dann klappt das. Oh, der verfolgt mich. Der andere ist aber ganz stumpf hin und her. Das heißt, wenn ich mich oben halte, passiert mir nichts. Und hier. Ja, das lass nur einfach. Komm. Da mache ich mich nochmal kaputt mit. So, und jetzt hier nicht gleich hinterher hechten, sondern ein bisschen drüber nachdenken. Hechten. Das sind Fische. Ne, versteht? Fischen, Hechte. Oh, das ist doch ein Kack-Timing gewesen. Wow. Wow, wow, wow. Und los, weg, 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 weg. Was war das? Ein Loch. Nein, oh Gott. Donkey Kong Country. Scheiße. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und weg. Na, da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Kann das mal aufhören mit dem Wasser? Ich will kein Wasser mehr. Wasser ist scheiße. So, oh. Miss Rebel wasn't playing by any rules now, thought Mickey, as he tumbled into a pitch-black castle corridor. Hey, where the lights go? Wow, den habe ich nicht gesehen. Aha, ja, macht Licht. Los, schlag nochmal zu. Gut. Boah, das kann man relativ gut timen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht so schlimm. Na los. Bam. Können wir mal so einen anderen Rhythmus, dass sie so eine Melodie schlagen würden. Das wäre cool. Nein. Wow. Was soll das denn? Okay. Cool gemacht. Boah. Tschüss. Ja, ja, ja. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, ich habe jetzt erstmal gedacht, ich gucke erstmal, was hier so passiert. Ups. Ja, so eine Kacke. Ach, ich bin zu blöd gerade. Jetzt habe ich gerade gedacht, da war doch irgendwie noch, bevor ich abspringen muss, irgendwas anderes. Okay. Und bam. Und weg. Oh, oh Gott. Ja, jetzt habe ich das Ding nicht mitgenommen. Was war far more dangerous? Das ist ein... Wow. Na, das... Ja, geil. Das habe ich natürlich gesehen, dass das Ding hochkommt. Habe ich nicht. Aber jetzt weiß ich's. Weg. Egal, komm. Und raus hier. Okay, über rechts. Okay, da rein. Nein. Okay, ja, weiter. Emerging from the dungeon, Mickey raced into the clock tower. Having once been a clock cleaner, he knew the moving parts were dangerous. He'd have to be very careful as he made his way to the top. Okay. Ah. Okay, also pass auf, Uhrentower gab's auch im Originalspiel. Wow. Was, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich seh nix. Da ist was. Okay. Da kann ich rauf, oder? Ah! Ah, da bin ich ein bisschen erschrocken. Ich hab grad irgendwie Bauchschmerzen. Ich hoffe. Oh nein, aber oben war eine Schatztruhe. Egal, es ist zu spät. Ah! Okay, ich hab gedacht, der trifft mich jetzt auf jeden Fall. Hopp. Na denn los. Und rüber. Okay.
Der will mich plätten. Ja, für 2 Kristalle oder was? Bin da nicht bekloppt. Ich weiß noch nicht mal, wofür ich die überhaupt brauche. Ja, ja gut, okay, um in die Türen reinzukommen. Aber davon kriege ich auch so genug. Okay, da ist ein Stern. Oh. Hey, hey, ich will da hinten noch das Ding abgreifen, den zum Sonst. So, den hauen wir einfach um. Ist kein Bock mehr, großartig Stress zu machen. Okay. Aha. Okay. Okay, ja, auch alles nicht so wild. Hä? Bin ich jetzt gestorben? Wieso das denn? Hätte ich denn hin sollen? Ach, da oben rauf. Okay, und wie soll ich darauf kommen? Hopp! Oh, nein! Hä? Okay, soll ich von dem Ding auf das Ding abspringen und dann vielleicht hoch? Ich glaube ja, aber wie soll ich das denn schaffen? Das geht gar nicht. Das reicht nicht vom Sprung her. Doch, reicht. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, rennen wir dem Ding einfach mal hinterher. Das sieht gut aus. Und hopp. So. Oh, da hat irgendeiner geschrien. Ich weiß nicht, was er will von mir. Aber er soll mich in Ruhe lassen. Okay. Was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Okay. Ah. Ah. Aha. Aua. Okay, ich hab's geschafft. Nee. Nee. End. Oh Gott. Hab ich das Ding erschreckt? Ich dachte, es will mich töten. Ach, wie ärgerlich. Jetzt habe ich Bauchschmerzen bekommen. Ah, oh, und das beim Spielen. Nee, ich nehme trotzdem weiter auf, aber trotzdem, es nervt mich gerade. Ich will keine Bauchschmerzen haben. Mee, mee, mee. Und wieso auch? Ich hab Chips gegessen. Ist ja niedlich. Er hat Schnupfen. Oh. Oh, echt? Er hat Schnupfen. Okay. Oh. Okay. Was will er denn? Was soll ich denn machen? Schlag zu. Aha. Na, du Trottel. Alter Straßenpenner. What the fuck? Aha. Ich muss ihn also dagegen. Wupp. Was war das denn? Das war jetzt aber irgendwie mal ein bisschen fies gerade. Los, komm. Dann dreh dich zu mir. So, jetzt von der Mitte weg. Da geht er nämlich wieder hin. So. Okay. So, dann stellen wir uns wieder hier irgendwo hin. Hopp. Okay, wieder von der Mitte weg. So. Okay. Oh, Trottel hat mich getroffen. Arschloch, du. Pansenkind. Scheiße. Und ich bin aber. Ich kann aber weniger ab als er. Oh, hat mich getroffen. Ärgerlich. Und ich habe ja nur 3 Sterne. Ja, ja, ja. Laber nicht rum. Okay, ich muss einfach nach links weggehen dann. So, okay. Und jetzt irgendwo hingehen. Und dann weglaufen. Wow. Hopp. So, und dann nicht in die Mitte gehen, das wissen wir schon. Okay, auch einfach. Dann einfach weglaufen. Gut, und dann hoffen, dass er irgendwo gegen knallt. So, Schlag. Gut. Wieder einen auf die Nüsse geben.
So schwer ist er eigentlich nicht. Ah, ich häng fest. War nicht so wild, aber trotzdem ärgerlich. Okay, dann wieder ein Schlag kassieren. Okay. Wo haben wir denn jetzt noch welche, die jetzt noch geschlagen werden müssen? Das ging fix. Und da rechts oben ist noch einer. So. So, direkt ran. Und den letzten Gong schlagen wir jetzt. Komm schon. Ups. Oh, wäre doch cool, wenn er runtergefallen wäre. The final violet gem was Mickey's. Next stop, Minnie. Next stop, Minnie. Sehr schön. Ach ja, diesmal habe ich extra noch gewartet, bin auf dem Typen ein bisschen rumgehüpft. Guck mal, wie er sich freut da. Er ist richtig stolz auf seine Leistung, ja, obwohl er nichts gerissen hat. Ah, Outfits freischalten. Na toll. Mickey had acquired all the rainbow gems. Now he could cross the rainbow bridge and save his dearest Minnie. Also mal zu den Spielkarten in Chilischoten. Die Chilikoten sind definitiv aus Quackshot, habe ich auch Let's Played, könnt ihr gerne nachgucken. Damit würde das sich erklären, warum das Forscher-Outfit ist. Boah, weil da Donald im Forscher-Outfit rumgelaufen ist. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ja, nur wartet mal. Und das andere wird wahrscheinlich aus Mickey Mouse World of Illusion sein. Das habe ich auch Let's Played, ist auch auf dem Kanal. Zweimal sogar, einmal alleine und einmal als Together mit Sushumaru. Ist bei mir auch zu finden. Oh, da habe ich das Forscher-Outfit an. Yay. Das Problem ist daran, nicht, gar kein Problem ist daran, könnt ihr gerne gucken. Warum ich das zweimal gespielt habe, ist einmal, oder vor allem deswegen, weil sich das Einzelspielerspiel vom Multiplayer-Spiel unterscheidet. Ja, das ist es. Und deswegen, ne? So, was machen wir jetzt? Da sind 80 gewesen. Da sind 15 gewesen. Was muss ich jetzt machen? Ist der draußen, der Typ, wieder am Stehen oder so? Ich hab jetzt alle. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Hab jetzt irgendwie gerade auch nicht richtig zugehört. Normalerweise ist man einfach noch höher aufs Dach gestiegen. Und dort hat sich dann eine Brücke aufgetan zum anderen Teil des Schlosses. Und dort ist man dann hingegangen. Da ist noch ein Leben wieder. Oh, das kann ich mir wohl immer holen. Oder einmal am Tag oder so. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. So? Wo kommt die Tür her? War die schon immer da? Vielleicht habe ich die übersehen. Okay. Auf nach oben. Ah ja, okay. Es geht hier weiter. Dann probieren wir den Weg mal. Ah ja, genau. Miserables Power. Okay. Also im Originalspiel war gerade an dieser Stelle ein deutlicher Anstieg des Schwierigkeitsgrads zu verzeichnen. Aber das war insgesamt auch viel, viel schwerer, davon abgesehen. Jetzt kann man hier rüberlaufen. Kann man runterfallen? Weiß nicht, was soll ich testen? Ja, kann man nicht. Okay. Ich laufe über einen Regenbogen. Yay! Yeah! Oh, das sieht ja geil aus, wenn ich zurücklaufe. Wow! Als wenn ich gegen so eine Rolltreppe laufe. Aber das könnte wenigstens, wenn das schon so strahlt, wie eine Rolltreppe funktionieren hier. So mit Schließband meine ich jetzt so mäßig. Ganz genau so mäßig so. So. Okay. Mithrabelsturm. Sammle beide Oh. Boss, direkt ein Boss? Sie hat mir einen faulen Apfel hingeworfen? Ist das jetzt schon Level? Oder was ist das hier? Wow! Okay. Puppe, mach mal locker. Wir finden auch für dich einen Süßen. Meine Güte. Nein, ich hab's nicht geschafft. Komm, jetzt! Oh! Aua! War das nicht der von ihm gerade? Oh! Okay! Wow! Wow! Nein!
Hä? Was sollte das? Was sollte ich denn machen? Ah ja. Wow. Das ist ziemlich gemein. So, hier direkt umdrehen. Dann hier hoch. Hopp, und dann nach rechts, okay. Bitte, jetzt lass auch mal wieder genug. Hopp, hopp, oh, ich bin da. Okay, geschafft. War gar kein richtiges Level, sondern nur der Turmaufstieg. Miserables Turmfinale. Nach Abschluss eines Levels wird der Zeitangriff verfügbar. Nimm Stoppuhr am Anfang, Level anfangen, zum Starten der Messung. Ich trau mich gar nicht. Was Mickey too late to save his beloved Minnie? Or was there still hope? Interessant. Okay, maybe you do a little, but just you wait until my Mickey gets here. Mhm. Okay, das war schon der Dialog. Einen Moment mal kurz. So, um ehrlich zu sein, möchte ich jetzt ein fieses Schwein sein. Und zwar werde ich das jetzt ganz fies als Spoiler missbrauchen, weil ich noch nicht weiß, wie lange die nächste Folge dauern wird. Vielleicht wird es so eine kurze, vielleicht eine längere. Es könnte auch hier reinpassen, aber ich möchte das Finale gerne in einer eigenen Folge haben und deswegen mache ich hier Schluss. Ciao.